Ebenso gehört zu den Zeichen der Stunde die Verbreitung und die Vermehrung von Versuchungen. Dass die Versuchungen so viele sind, und das spürt ja jeder von uns, möge Allah uns bewahren. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte: Beeilt euch mit den rechtschaffenen Taten, bevor Versuchungen eintreten werden, die so finster sein werden wie Teile der Nacht. So wird man am Morgen ein Gläubiger sein, wobei man am selben Abend zum Ungläubigen wird. Oder man wird am Abend ein Gläubiger sein, aber am nächsten Morgen ein Ungläubiger. So verkauft man seine Religion für einen billigen Preis des Diesseits. Möge Allah uns davor bewahren. Also dieser Hadith macht einem natürlich Angst. Und da fleht man Allah an, dass man gefestigt wird in der Religion. Dass man standhaft bleibt. Denn diese Versuchungen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sind finster. Heißt, du hast keinen Durchblick. Es ist zu undeutlich, wann, wenn du nicht deine Religion lernst. Und das gehört auch zu den Vorzeichen der Stunde, und zwar zu den zukünftigen, dass es eine Zeit kommen wird, in der man nicht mehr weiß, was das Gebet ist. Man weiß nicht, man hat nie was vom Gebet gehört oder vom Fasten gehört. Das Wissen wird immer weniger, wird immer weniger, wird immer weniger. Und die Unwissenheit verbreitet sich. Und damit du nicht zu dieser Sorte gehörst, musst du deine Religion lernen. Und deswegen jeder, der seine Religion lernt, soll Allah danken für diese Gabe. Es gibt viele Menschen, die lernen ihre Religion nicht, leider. Die denken, die wissen schon alles. Der weiß, wie er betet, das war's, das reicht. Aber der wird bei den Versuchungen dann nicht standhaft bleiben. Und wie ich immer wieder sage, auch wenn du denkst, du wärst ja einigermaßen sicher vor Scheinargumenten, du musst aber trotzdem lernen, damit du das Wissen weitergeben kannst. Wer soll denn sonst deinen Kindern beibringen, was die richtige Religion ist und warum der Islam überhaupt die richtige Religion ist? Insbesondere in unserer Zeit und besonders jetzt in diesem Land, wo die Kinder in der Schule gezwungen werden, religiöse Feiern mitzumachen, die überhaupt nicht zu unserer Religion gehören. Ja, jetzt die Kinder, die Schüler, die müssen alle mitmachen am Adventskranz. Die müssen alle mitmachen. Vorhin sagt mir auch jemand, da gab es eine Weihnachtsparty. Eine Weihnachtsfeier. Hallo, ich bin Muslim. Warum soll ich jetzt Weihnachten feiern? Wo ist hier die Freiheit? Was hat denn das bitte schön mit Integration zu tun? Muss ich Weihnachten feiern, damit ich integriert bin? Da lerne ich doch lieber irgendein Gedicht. Ja? Und dann zeige ich dir, dass ich, oder ich gebe dir eine Interpretation von Faust 1 und 2. Ja? Aber warum soll ich bitte Weihnachten mitfeiern? Ich verstehe das nicht. Warum wird man gezwungen, Sachen zu feiern, die überhaupt nicht zu unserer Religion? Wir zwingen doch auch niemanden, unsere Feiern mitzufeiern. Und deswegen, Barakallahu fikum, müssen wir lernen, um unseren Kindern dann beizubringen, hör mal zu, das, was ihr da in der Schule gemacht habt, das widerspricht unserer Religion. Allah wurde nicht geboren. Allah wurde nicht Mensch. Allah wurde nicht gekreuzigt. Allah war nicht 3 Tage im Grab, tot, und dann ist er auferstanden. Das alles müssen wir unseren Kindern beibringen. Aber wenn du das nicht gelernt hast, dass das im Koran steht und dass das in der Sunna steht, wie willst du das deinen Kindern beibringen? Und dann, wie sollen dann deine Enkelkinder die Religion lernen, wenn deine Kinder es nicht gelernt haben? Einige denken sich, ja, aber es gibt doch Vorträge, es gibt Bücher auf Deutsch. Ich habe schon mal gesagt, auf Deutsch gibt es nichts. Das, was es gibt, ist ein Tropfen auf einem heißen Stein, Barakallahu fik. Nicht mal ein Tropfen, halber Tropfen. Guck mal, liebe Geschwister, haben wir einen kompletten Tafsir auf Deutsch? Tafsir al-Sa'di, der ist noch nicht komplett gedruckt, oder ist er komplett gedruckt? Wenn, dann 2022. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der erste Tafsir, okay? So. Gibt Sahih al-Bukhari komplett auf Deutsch? Nein, das, was übersetzt wurde, ist die Kurzfassung, also ohne Wiederholung. Das ist nicht komplett.
Genau, ich rede. Das ist nicht komplett. Ich weiß nicht, welche Farbe es ist. Aber es ist nicht komplett, sondern das sind Auszüge, beziehungsweise dieser Muhtasar Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim? Auch nicht. Wir haben auf Deutsch nichts. Die paar Bücher, das ist nichts. So. Bis die Bücher übersetzt werden, so allmählich, Alhamdulillah, so langsam aber sicher, wird das ja getan. Ja? Okay? Aber im Schneckentempo, also sämtliche Schnecken sind sogar schneller. Das bedeutet, liebe Geschwister, wir brauchen noch mehrere 10 Jahre, ja, 50 Jahre, damit wir eine anständige Bibliothek haben. In 50 Jahren ist dein Kind schon 60 Jahre alt. Oder nicht? Ist ein Erwachsener, also allem Respekt an die 60-Jährigen, ja? Also ist ein sehr erwachsener Mensch geworden. Wie sollen die 50 Jahre überbrücken, bitteschön, ohne einen kompletten Tafsir? Und auch Tafsir von Sheikh Sa'di, rahimahullah, ist sehr gut, aber das ist immer noch ein kompakter Tafsir, das ist ein kurzer Tafsir. Ja? Das ist so die Essenz. Das ist eine Übersetzung. Und ich rede von klassischen, ich rede von klassischen Tafsirwerken. Zum Beispiel ein klassisches Tafsirwerk, Ibn Kathir, oder nicht? Das findest du auf Französisch, das findest du auf Englisch, das findest du auf allen Sprachen der Welt, aber nicht auf Deutsch. Das zeigt, dass wir in Deutschland, was Islam angeht, ein 10. Weltland sind. Also da gibt es nichts. So, wie willst du nun deinen Kindern die Religion beibringen, wenn du es nicht lernst? Willst du deinem Kind lesen? Was soll er denn lesen? Bis die Bücher so weit sind, dass wir eine einigermaßen komplette Bibliothek haben. Wie gesagt, ist dein Sohn schon längst 60 Jahre und hat schon Urenkelkinder und kann ihnen nichts beibringen, weil er es nicht gelernt hat. Es gibt keine andere Lösung, als dass du die Religion lernst und dass du die Religion lehrst. Das ist deine Pflicht. Anders geht es nicht. Und wenn du das nicht machst, diese Aufgabe nicht umsetzt, dann bist du eben, wie nennt man die Stelle, die zum Beispiel Öl tropfen lässt, oder undicht. Dann bist du die undichte Stelle in dieser Umma, die Grund dafür ist, dass dieses Wissen verloren geht. Und das darf nicht sein. Also denke nicht, du weißt alles oder du brauchst es nicht zu lernen. Du musst es lernen, damit die nächsten Generationen lernen können. Anders haben wir keine andere Lösung. Also die Versuchungen, das sehen wir ja heute, liebe Geschwister, besonders weil eben Social Media und die Kommunikation und so weiter immer größer wird und immer mehr wird und die Scheinargumente dadurch immer leichter verbreitet werden. Und deswegen sehen wir, also zum Beispiel die Fragen, unterschiedlichste Fragen, wo du denkst, Junge, was ziehst du dir jedes Mal rein, dass du solche Fragen stellst? Lern doch richtig deine Religion. Schritt für Schritt. Du hast ein Thema, dann gehst du zum nächsten Thema. Aber so wollen wir nicht lernen. Wie wollen wir lernen? Wir wollen eben lernen, um zu diskutieren, um zu kommentieren, um mitzureden. So wird nicht gelernt. Keiner wird Arzt, indem er anfängt erst zu lernen, wenn er krank wird. Ja? Das heißt, er lernt nichts und wenn er Schnupfen bekommt, was gibt es gegen Schnupfen? Und wenn er mal Kopfschmerzen bekommt, was gibt es gegen Kopfschmerzen? So wird er doch kein Arzt. Der hat ein paar Infos, ja? Der weiß, es gibt ein Medikament, das heißt Aspirin, aber ist das ein Arzt? Das ist kein Arzt, das ist ein Laie. Wenn jemand Arzt werden will, dann lernt er, bevor er überhaupt krank wird. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob er krank wird oder nicht. Er lernt grundsätzlich, es gibt einen Lehrplan. Und so ist es mit deiner Religion. Du musst deine Religion lernen, damit du diese Scheinargumente entkräften kannst. Insbesondere, wie gesagt, damit deine Kinder und deine Enkelkinder diesen Schutz bekommen vor den Scheinargumenten.